Die Gewinner des Hanse-Belt Wirtschaft und Kulturpreises 2011 sind die Bäckerei Klausberger, die Neue Impulse GmbH. Ich gratuliere. In der Eutiner Opernscheune wurde erstmals der Hanse-Belt Wirtschaft und Kulturpreis verliehen. Vor rund 120 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur würdigte Laudatorin Daniela Barth, Vizepräses der IHK zu Lübeck, gleich zwei Unternehmen aus der Region. Ausgezeichnet für ihr kulturelles Engagement wurden die Bäckerei Klausberger in Eutin und die Unternehmensberatung Neue Impulse Gründercamp Lübeck GmbH. Es war alles so spannend und es war wie bei einer Oscar-Verleihung und ja, ich war wirklich froh wie Oscar und habe mich so gefreut für uns, für unsere Mitarbeiter, dass das so wertgeschätzt wird. Es war fantastisch. Die Bäckerei Klausberger hatte sich mit ihrem Kulturcafé Klausberger und der Förderung von Personen und Institutionen der Kulturszene durchgesetzt. Die neue Impulsegründer Hagen Goldbeck und Jens Poltrock wurden für ihre Unterstützung des Projekts Slammerama, ein Wettstreit unterschiedlicher Slamgrößen, und ihr kulturelles Engagement für das Stereo Park Festival belohnt. Dieser Preis ist für uns eine sehr, sehr große Motivation weiterzumachen, weil er letztendlich auch eine Belohnung für uns ist, für das ganze Team, dass wir letztendlich auch wahrgenommen werden in einem anderen Bereich, in dem wir ursprünglich tätig sind. Als Showacts präsentierten die Moderatoren Thomas Waldner, IHK-Kommunikationschef, und Andrea Wilke, NDR Kultur, den bundesweit bekannten Slammer Jasper Dietrichsen und die Bluesmusiker Georg Schröter und Marc Breitfelder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht alle Details aus der Planung vorher gekannt, obwohl ich in der Jury war und im Arbeitskreis bin. Das war sehr überraschend. Auch in den künstlerischen Darbietungen haben wir ja sehr unterschiedliche Sachen gesehen, sehr originelle Sachen und ich muss sagen, sehr erfrischend. Also ich bin sehr angenehm überrascht. Und vom Niveau her, meine ich, können wir knapp mit Hollywood mithalten. Da brauchen wir uns nicht verstecken. Das Preisgeld von jeweils 2.500 Euro wurde von der Sparkasse Holstein und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG gespendet. An die Verwendung des Geldes ist eine klare Bedingung gebunden. Es soll in ein Kulturevent mit der eigenen Belegschaft in der Region fließen. Also für mich war das in der Moderation, in den dargestellten Unternehmen ein ganz großer Höhepunkt. Ich bin begeistert und die Begeisterung der Preisträger, die ist dann so das i-Tüpfelchen für mich.